war so cool. Die war so cool. Das ist übrigens nicht so Ordnung. Es war. Die habe ich am Freitag früh schon gesehen, kurz bevor ich aufgebrochen bin. Da ist sie durch den Garten von meiner Schwester gelaufen. Und es so. Oh, da fand ich die schon so niedlich und wollte sie eigentlich schon flauschen, aber als ich die Tür aufgemacht habe, ist sie leider weggerannt. Und Samstag früh, als ich draußen auf der Straße auf Sadie gewartet habe, kam sie dann an, war voll rollig und hat sich echt dann alles angeschmust. Die hat sich meine Beine geschmust, deswegen waren auch meine Knie dann komplett haarig. An den Gartenzaun hat sie sich geschmust, an meinen Rucksack hat sie sich geschmust. Die war so süß und die war voll grau und hatte übelst die gelben Augen. Das sah so geil aus. Ja, und da geht sie weg, weil ich da abgeholt wurde. So, hier seht ihr mal die Wiese. Also da hinten geht es dann zur Tenne. Und das ist eben die ganze Wiese. Ja, und ich muss auch sagen, also ich war ja selber nicht draußen. Das war Sonntag früh, was ich hier gefilmt habe. Sonntag früh, was ich gefilmt habe. Ja, mir hat mir dann irgendwann erzählt, am Samstag ist sie reingekommen. Und hat dann so gemeint, ja, die Wiese ist komplett voll mit Leuten, man sieht nur noch Köpfe. Und ich so, was? So viele? Und ja, sie hat dann gemeint, es waren am Ende 5000 Leute dort. Ich habe echt so, ich war ja schon vor ein paar Jahren mal auf der Animuk und da waren es nicht also so viele. Also ich hätte so gedacht, so 500 bis 1000 maximal, dann waren es so fucking 5000 Leute. Auf der Homepage von der Animuk stand ja auch noch so drauf. Und auch im Weblog, dass die Samstag-Vorverkaufskarten mittlerweile schon komplett aus sind. Und etwa eine Hälfte so vom Samstag ist dann auch Thomas nochmal rumgelaufen und hat so uns erzählt, dass die Samstagskarten auch an der Kasse komplett ausverkauft sind. Also, what? Das fucking 5000 Leute, die dort waren. What the fuck? Also, es war mega geil. Die Animo kann nur noch größer werden. Da ist der Fabi! Hallo! Wer auch immer ihr seid. Hallöchen. Wo bist du heute, Fabi? Wo bin ich heute? Heute bin ich privat unterwegs auf der Animo 2015. Juhu! Das hier rot ist, nimmt's ja, jetzt nimmt's auf. Genau. Hallo! Ich bin auf der Animo! Oh, wie cool! Man kann es doch ja auch so. Ja, ja. Ah, genau. So, und dann kann man. Können wir voll die Selfie schon mit der Katze. Warte, warte, da kommt jetzt. Das soll nicht stören. Ja, dann vlog ich halt mit dir. Genau, flirte du mit der Kamera. Ja. So, also ich bin ja cool. Ich erzähle jetzt mal ein bisschen was von der Animo. Viel cooler als die beiden da. Da hat Yami mal für mich gefilmt. Die hat einfach meine Kamera genommen und hat das für mich gefilmt. Juhu, ich sitze am Stand und arbeite. Wie immer. Nämlich um 7:30. Und dann haben wir noch im Foyer rumgehockt und über Leute gelacht. Und dann wurde noch ein Shooting von mir gemacht. Und hier haben wir eine wichtigere Person. Ja, das hier ist die wichtigere Person. Ja, die ist viel, viel wichtiger. Die filme ich jetzt. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Ich bin Chan und das ist meine Doku-Deko. Nein, stimmt nicht. Sie ich bin Horst Krömer. Nein, stimmt nicht. Ich gebe dir einen Namen. Ich bin David Füliki. Nein, stimmt auch nicht. Du bist Tina Turner. Nein, stimmt auch nicht. Mir fallen gerade nur lauter dumme Namen ein. Du bist Nein, David, dein Name ist du bist, du bist, du bist Donna. Donna Dollarheit. Donna Dollarheit. Und ich bin Hannibal Lecker. Hannibal Lecker. Nein, das ist ja schwach. Ja, stimmt. Weißt du, was mir jetzt irgendwo, als ich zur Konichi oder so gefahren bin, habe ich voll den guten Spruch gesehen, der zum Hannibal passt. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Pass auf. Was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Was denn? Head and Shoulders? Oh, der ist so dumm, Messer. Der ist perfekt. Was macht ein Clown im Büro? Faxen.
Hessen? Kennst du schon? Why did it burn his tongue? He drank it before it was cool. Oh, komm. Lachwitze. Oh ja, Lachwitze sind die besten. Lachwitze sind die besten. Ja. Oh, wie schön wir sind. Ja, die sind immer schön. Na. Oh. Ja. Wir sind da vorne so weit und hinten sind sie lila. Sieht schön aus. Oh ja. Sag das deine Schön. Mach weiter. Oh. Das ist ein bisschen wie Porno. So fangen die Pornos an. Das Wetter war eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Also, die Nachmittage waren sowieso immer recht super. Es war, glaube ich, nur am Freitag oder Samstag, ich weiß es nicht mehr, war es echt richtig kalt irgendwann. Aber ich weiß auch auf jeden Fall, am Sonntag war es so warm und so sonnig, dass Sadie einen Sonnenbrand gekriegt hat. Dan hat einen Sonnenbrand gekriegt. Dan, ich grüße dich hiermit nochmal. Aber es soll auf jeden Fall sehr, sehr sonnig und sehr warm gewesen sein. Ich habe es, nicht, wie gesagt, nicht mitgekriegt, weil ich kein einziges Mal draußen war. Und ich hätte auch kein Fenster in der Nähe gehabt, wo ich es mal hätte sehen können. Hey. Jetzt geht's Krockenbumsen. Den nehme ich zuerst. Ja, das ist ein gutes Bild. Und Kassner und ihre Freundin haben dann auch ihre Nekos noch zu mir getan, so meiner Neko, und dann gab es einen Neko-Bums. So, das war Sonntagabend oder Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, da haben wir alle abgebaut und schön aufgeräumt. Und was ich mega geil fand, Sadie ist danach mit uns noch essen gegangen in ein bayerisches Lokal, was er mega toll fand. Und da hat er gesagt, er nimmt uns mit. Und ich habe einen Salat gegessen. Ja, ich weiß, ich finde immer so das... Ich bin fucking Hase, natürlich esse ich Salat. Weil ich habe schon halt schon so die Karte durchgeguckt und gesehen, ich schaffe nichts davon. Deswegen habe ich dann einfach einen Salat gegessen, den ich Gott sei Dank auch gerade so noch geschafft habe. Aber das Essen war wirklich gut. Das war super toll. Und der Nachtisch war auch super. Kaiserschmarren gab es da zum Nachtisch. Der war auch lecker, war nicht so süß. Mit ein bisschen Puderzucker und Apfelmus, der war toll. Twitter habe ich da teilweise. Ich habe so einen witzigen Kommentar gekriegt, weil ich einfach nur so. Nimmst du auf oder was willst du? Ich nehme auf. Musst du auch. Wo ist Rüdiger? Baby. Gut. Das war's denn soweit. Zusammengefasst kann ich sagen, dass die Con wirklich schön war. Also, es sind auch ganz, ganz viele zu mir an den Stand gekommen, die mich erkannt haben. Nicht nur von YouTube wegen aus. Also, ich grüße nochmal alle, die mich von YouTube kennen und die das jetzt mit Sicherheit sehen werden. Juhu! Aber es kamen halt auch sehr viele, die den Manga kannten, die ihn gelesen haben, die ihn super toll fanden und mir ganz viele Props dafür gegeben haben. Yay! Vielen Dank dafür. Es kamen aber auch viele an den Stand, die den Manga nicht kannten, die ihn aber gekauft haben und die ihn gelesen haben. Also eine, ich fand das sehr kurios, eine kam an den Stand, die kannte den Manga nicht, sie hat ihn gekauft und hat ihn über Nacht gelesen und kam am nächsten Tag wieder zu mir und fand, dann hat er gesagt, wie toll sie ihn fand und wie geil das alles ist und bla. Und ich grüße dich nochmal. Und ich grüße auch alle anderen natürlich, die ihn gekauft haben und die ihn gelesen haben und oder die ihn noch lesen werden. Und ja, ich fand das echt toll. Das bestätigt mich so ein bisschen, dass ich doch nicht so eine ganz so große Scheiße baue mit dem, was ich hier tue. Im Allgemeinen war die Animuk wieder toll. Ich habe zwar nicht sehr viel von ihr gesehen. Eigentlich schade. Also ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann mal jemanden habe, der auf meinen Stand mal aufpasst, sodass ich wenigstens mal rumgehen kann für eine Stunde, mir mal alles angucken kann. Aber jetzt ging es eben nicht. Aber das, was ich mitgekriegt habe, hat mir sehr gut gefallen. Auch die Organisation war wieder sehr toll. Und ich finde es auch super, dass die Animuk mittlerweile eine 3-Tages-Con ist und keine 2-Tages-Con mehr. Hat alles super geklappt. Ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Da hatte ich schon Conventions gehabt, da ist mehr schief gegangen. Und die war halt echt super toll. Kann mich über nichts beschweren. So, das ist meine verkackte Abmoderation. Die nächste Convention wird hoffentlich die Konichi werden. Wenn nicht, wird es auf jeden Fall die MMC werden.
Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Con-Vlog oder im nächsten Video. Es werden wahrscheinlich demnächst wieder sehr viele Let's Paint-Videos kommen. Natürlich. Und mal gucken, was ich noch für Projekte mache. Bis zum nächsten Video! Das ist ein bisschen mit dir. Ich bin bei der Marschzone. Ich hab dich nach dem Ende.